Road to the Final QND treibt die Preise von UCL La Liga Spielern in die Höhe. In diesem Video gibt's Sniping Filter und überteuert verkaufen. Let's go, lass uns zusammen Calls machen. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin, deinem Kanal für FIFA Trading Tipps. Du möchtest mehr Coins machen? Fang jetzt direkt damit an, indem du den Kanal abonnierst, die Benachrichtigung aktivierst und überhaupt keine Trading Tipps mehr verpasst. QND in der Road to the Final oder der Weg ins Finale. Sieht sehr, sehr geil aus. Die Karte sieht gut aus. Mit einem Upgrade, egal ob die Jungs von Sevilla das dann in der Champions League oder in der Euro League bekommen, wird diese Karte noch besser. Sie ist jetzt schon mit einem Anker sehr, sehr stark. Und durch diese Ziele, weil man hier eben in den Zielen, ihr seht alles, mit diesen 8er-Ligaspielern machen muss, weil aber in dem Turnier die Anforderung ist, dass man mindestens 3 UCL-Spieler dabei haben muss. Machen ganz viele Leute Folgendes, sie nehmen 3 La Liga UCL-Spieler, deswegen habe ich hier Sniping-Filter für euch und habe ein paar Tipps zum überteuert verkaufen, weil egal wie eure ÜV-Liste aussieht, meiner Meinung nach müssen da diese Woche UCL-Karten drauf. Und jetzt fangen wir an. Halt, stopp, jedes Mal vergesse ich es und muss es dann noch komisch irgendwie einbauen. Leute, haut auf jeden Fall den Daumen nach oben raus. Ich hoffe, wir schaffen zusammen 150 Likes für diese Trading-Tipps. Jetzt legen wir aber wirklich los. Und wir fangen an mit dem Sniping und dann kommen wir zu den UV-Tipps. Und weil wir ja die seltenen Champions League-Karten brauchen, habe ich natürlich UCL selten hier schon drin. Und die La Liga. Lass uns mal einen Blick zusammen auf Atletico Madrid werfen, denn da habe ich 2 Sniping-Filter für euch. Das erste ist die seltenen UCL-Karten, die so zwischen 2 und 4K sind. Und dann gibt es noch mal ein paar andere Spieler, die so alle so zwischen 4 und 7K irgendwo liegen. Und das hilft uns natürlich, wenn wir dann zusammen auf Atletico Madrid und diese Karten filtern, dass wir eben hier snipen können. Zum Beispiel ein Lorente habe ich gesehen, der wird da öfters mal in Teams vorkommen. Auch ein Hermoso habe ich da schon in Teams gesehen. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal gemeinsam, wie wir diesen Filter einstellen müssen, dass wir da die richtigen Karten bekommen. Für 2K direkt verkaufen sich eigentlich hier Costa, Lemar, Vitolo und ich glaube auch der ein oder andere Rechtsverteidiger, wie hier der Kroate Vraško. Eide, nimmer Problema. Das heißt, ich würde hier bei dem ersten Filter vielleicht mal so auf 1,4 gehen oder vielleicht auch auf 1,5 Maximum und dann eben hier mit den Atletico-Jungs das durchballern. Zweiter Atletico Madrid Filter. Ich habe noch Brasilien dazu gepackt, denn dann können wir snipen auf die beiden Verteidiger Felipe. Und der zweite, den wir haben wollen, ist Renan Lodi, der Linksverteidiger. Auch seine UCL-Karte ist in vielen Teams damit dabei, weil sie noch einen der günstigeren ist. Hier haben wir einen Lodi und ja, die beiden kann man mit dem Filter sich holen. Nächster Sniping-Filter für euch. Wir bleiben natürlich bei UCL selten und La Liga. Und diesmal nehmen wir die Innenverteidiger rein. Da gibt es eine ganze Reihe an UCL-Karten, die hier auftauchen. Wir werden das natürlich gleich eingrenzen auf die etwas günstigeren Karten. Aber viele Leute bauen sich natürlich einfach irgendwie ein Team zusammen, wechseln dann aus oder so, wenn sie die Anforderungen gemacht haben. Und da gibt es schon einige, gibt es verschiedene Preissegmente. Ich bin mal in dem ersten unterwegs und gehe so ungefähr auf die 5K. Du musst natürlich gucken, wenn du reingehst, wo stehen bei dir gerade die Karten. Wir sehen hier schon 4,4, 4,5, 4,9 kommt auch ein Umtiti. Also gehen wir noch mal ein Stück runter. Musst du immer wieder neu machen, wenn du gerade snipen willst, weil die Preise sich natürlich ändern können. Jetzt sehen wir schon, 4,4 ist das Mindeste, was wir brauchen. Da tauchen Felipe und Jimenez auf. Das heißt, für 4,5 können wir die eigentlich auch direkt verkaufen. Kommt auch der erste Umtiti für 4,5. Das heißt, ich würde mal auf jeden Fall so auf 3,7 vielleicht gehen. Du hast natürlich immer 2 Möglichkeiten, wenn du mit der Summe, also dem maximalen Preis nach unten gehst, machst du pro Karte mehr Gewinn. Wenn du damit ein bisschen weiter nach oben gehst, dann kannst du die Karte schneller verkaufen und ich empfehle dir natürlich nicht an der Konsole zu snipen, sondern vielleicht in der Companion App oder der Web App. Dann bist du wahrscheinlich schneller, als ich es hier gerade bin und hättest diesen MTT zum Beispiel bekommen. Genug mit den Sniping-Filtern. Wir kommen zu den UV-Spielern und den Tipps für überteuert verkaufen in dieser Woche, solange diese Q&D
Ziele noch laufen? Klar, wir wollen natürlich irgendwie La Liga-Spieler auf der ÜV-Liste haben. Und ich fange direkt an mit Marcos Llorente. Und bei ihm würde ich schauen, der kommt immer mal wieder günstig rein. Und wenn du es irgendwie schaffen kannst, dass du ihn mit einem Shadow bekommst, ungefähr genauso teuer wie die, die ohne Shadow sind. Und wenn du einen dann direkt mit einem Shadow hast, wirst du den ziemlich schnell ÜV verkaufen können. Das geht natürlich über Snipes, aber geht auch wirklich gut über Gebote, denn diese Karte ist relativ selten aktuell dadurch, dass sie halt in den vielen Zielen ist. Also wenn wir gucken, 2 Minuten, 4 Minuten, 4,5 Minuten, dann kommt hier die nächste, also ein paar bei 4,5, kommt die nächste bei 5,5 Minuten. Also du siehst, die Karte ist jetzt echt nicht so häufig wie die Goldkarte zum Beispiel. Rodrigo Silva de Goes, auch er ist relativ teuer dafür, dass er nur ein 79er Rating ist, halt einfach aus dem Grund, dass er jetzt so oft in dieser... Alter, warum ist das eigentlich so groß auf einmal hier seit dem letzten Patch? Bin ich blind oder was? Er ist der schnellste La Liga, rechter Flügel, rechter Mittelfeldspieler und deswegen ist er auch relativ teuer, so knapp bei den 4K, kannst ihn snipen, aber kannst auch ihn wieder auf die Gebote bekommen und dann kannst du ihn sehr, sehr gut in deine ÜV-Liste einbauen. Kannst du ihn sehr gut in deine ÜV-Liste einbauen, wenn du natürlich noch einen mit einem Deadeye bekommst oder mit einem anderen Chemistry-Style, der relativ gut aussieht, ist es natürlich noch mal wertvoller. Von Real Madrid rechts nach Real Madrid links, denn auch Junior ist sehr, sehr gut überteuer zu verkaufen diese Woche. Natürlich nur die UCL-Karte und bei ihm hat man den Vorteil, man kriegt häufiger welche, die schon Chemistry-Style haben, sei es mit Sniper, gibt auch welche, die ihn sogar mit dem Hunter drauf gegönnt haben und dann kann man ihn auch wieder teurer verkaufen. Wenn du einen als linken Stürmer findest, ist es nochmal wertvoller. Das heißt, wenn der linke Stürmer genauso viel kostet wie der linke Flügel, kauf den linken Stürmer. Guck, dass du beim Einkaufen auf Snipes, auf Gebote gehst und dann kannst du ihn diese Woche auch sehr gut verkaufen. Du siehst, es gibt 3 Seiten hier. Jetzt ist immer noch 3. Seite. Jetzt ist die 4. Seite. Und ja, das sind nicht viele Spieler. Und weil sie so selten sind, eignen sie sich halt auch relativ gut für ÜV diese Woche. Und weil natürlich die Nachfrage einfach da ist durch die Objectives. Nächster Spieler, der sich diese Woche gut eignet, ist Eder Militao. Auch bei ihm liegt es natürlich an diesen Zielen und da er relativ günstig ist, aber auch relativ gut ist für den Preis und für das Rating, hauen sich halt Leute ihn mal schnell in die Teams. Und mir ist eine Sache aufgefallen beim Video. Wir sind durch mit den UV-Tipps, das heißt spielbare, günstige UCL-Karten, am besten mit einem Positionswechsel oder einem Chemistry-Style. Habe ich aber noch ein Sniping-Filter für euch gefunden. Alter, wirkt das unvorbereitet, dieses Video. Ihr habt es wahrscheinlich selbst schon gemerkt, Real Madrid, Champions League selten und dann Brasilien. Dann haben wir Rodrigo, dann haben wir Junior und dann haben wir auch noch am Start, Mann, der war doch gerade erst da, Eder Militao. Diese 3 haben wir dann am Start, wenn wir hier direkt so den Preis reinmachen, weiß ich nicht, 5, 4K, okay, wer kommt da? Da kommt dann wahrscheinlich nur ein Rodrigo, Marcelo kommt hier auch für 4K, Junior für 2,9. Warum hat hier noch keiner gekauft? Nice. Kommt nicht oft vor, dass ich hier auf der Konsole irgendwas hinbekomme beim Snipen. Und dann klappt es direkt im Video. Das freut mich. Das wären hier 3K Gewinn, wenn der gleich weggeht. Ihr könnt die beiden Methoden natürlich auch kombinieren. Die Spieler günstig snipen mit Chemistry Styles und so. Und dann auch ÜV nochmal draufstellen. Guckt einfach, dass ihr diese Sachen am besten vor Donnerstag verkauft. Warum vor Donnerstag? Dann kommen die nächsten Rewards, das heißt, die Preise sinken wieder und dann kann man auch wieder Rivals spielen, das heißt, die Leute sind dann vielleicht schon fertig mit QND oder machen erstmal was anderes und deswegen würde ich dann davon, ja, alle verkauft haben. Abonnier den Kanal, mach dir die Benachrichtigung an, morgen kommt ein ganz, ganz wichtiges Video. Wir bereiten dich sehr, sehr früh darauf vor, wie du einen großen Verlust durch Black Friday vermeiden kannst. Wir sehen uns morgen im Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.